Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Medion Eraser P15805 Full HD Gaming Notebook. Zocken ist ein Megatrend, ein stetig wachsender Markt und wenn man das in seiner Freizeit gerne macht, braucht man natürlich die richtige Technik. Gerade Laptops erfreuen sich in dieser Hinsicht einer großen Beliebtheit. Warum ist das so? Nun ja, weil Spieler eben die Flexibilität des Laptops sehr schätzen. Du kannst an deinem Zimmer in verschiedenen Bereichen spielen, das leichte Umräumen sozusagen ist halt ein großer Vorteil. Du kannst im Zug spielen, du kannst in deinem Bett theoretisch spielen, ja. Und das mögen einfach sehr, sehr viele Leute beim Zocken sehr gerne. Hier haben wir ein interessantes Angebot aus dem Hause Medion am Start. Das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja? Kannst du dir bei Interesse also sehr gerne einfach einmal anschauen. So, ja, wie bereits gesagt, Zocken ein sehr großer Trend und dafür benötigst du auch die richtige Technik. Gaming-Laptops gibt sehr, sehr viele am Markt. Ich finde preislich interessant, was hier aus dem Hause Medion geboten wird. Wir können uns ein paar technische Eigenschaften sehr gerne auch schon mal genauer anschauen, denn gerade darum geht es ja in erster Linie. Leistungsstarkes Gaming-Laptop mit einem Intel Core i5 9300H Prozessor in Klammern 2,40 GHz bis zu 4,80 GHz mit Intel Turbo Boost Technologie 2.0, 4 Kerne, 8 Threads und 8 MB Intel Smart Cache. Das sind, wie ich finde, schon leistungsstarke Komponenten zu dem Preis. Ja, wirkt solide auf mich. Gamer-Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1050 mit 4 GB GDDR5 VRAM. Grafikkarte ist auch nach wie vor ein sehr wichtiges Thema beim Zocken. Also klar, es hängt auch irgendwo ein bisschen von den Spielen ab, die du halt planst zu spielen, wie viel du da von deiner Grafikleistung dann auch tatsächlich auskosten kannst, ja, aber ich finde, das ist hier schon eine ordentliche Komponente. Die schnelle 512 GB PCIe-SSD bietet reichlich Platz. Integrierte HD-Webcam und Mikrofon. Ah, ist ja praktisch, dass das hier gleich integriert ist. Super. Mattes 39,6 cm in Klammern 15,6 Zoll Display mit IPS-Technologie und einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Full-HD ist auf jeden Fall sehr wichtig für deine Augen, dass die Auflösung auch scharf ist. Ich gebe dir generell noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du eben augenschonend zocken kannst. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was häufig vernachlässigt wird, ja. Also bleib da auf jeden Fall dran. So, erstmal nochmal zum Medion Eraser P15805. In Sachen Preis-Leistungsverhältnis macht es einen soliden Eindruck, wie ich finde, ne? Das ist aber auch nur meine persönliche Einschätzung. Denn es gibt sehr viele Gaming-Laptops und nach wie vor auch noch sehr viele Zockerrechner auf dem Markt. Also schau einfach mal, was da am besten zu dir passt. Wenn ich mir hier das Preis-Leistungsverhältnis in erster Linie im Hinblick auf die technischen Komponenten anschaue, dann wirkt das auf mich persönlich wie ein faires Angebot. Ja? Ist aber, wie bereits gesagt, auch nur meine Einschätzung. So, jetzt nochmal zum Thema augenschonend zocken. Ja, viele Leute merken das meistens erst, wenn es zu spät ist, wenn sie zum Beispiel sehr trockene Augen haben, häufig, regelmäßig oder auch regelmäßig Kopfschmerzen haben nach dem Zocken. Also da kann es natürlich viele Gründe für geben, aber häufig hat es auch viel mit den Augen zu tun. Und ich gebe dir jetzt einen coolen Tipp für das Thema Augentraining mit auf den Weg, nämlich die sogenannte 20-20-20-Regel. Was hat es damit auf sich? Diese besagt, dass wenn du alle 20 Minuten für circa 20 Sekunden draußen auf ein Objekt schaust, was mindestens 20 Fuß entfernt ist, dann ist das ein regelrechtes Training für deine Augen, ja. Es liegt einfach daran, dass wenn man zockt, man schaut natürlich viel langer, sehr, sehr lange auf diese kurze Distanz, ja. Sprich, der Weitblick, diese Fokussierung draußen von irgendwas Weitem im Auge fehlt, was für die Menschheit aber viele, viele Jahre sehr wichtig war, weil früher die Leute natürlich viel mehr draußen waren als heutzutage und ja. So, sprich, öfter mal nach draußen schauen, dann das funktioniert bei vielen Leuten, dass sie dann weniger häufig trockene Augen oder Kopfschmerzen haben, ja.
Und ja, darüber hinaus Beleuchtung auch ein sehr wichtiges Thema. Ich würde dir empfehlen, Tageslicht als Beleuchtung zu verwenden, ja, dass du dir deinen Platz so einrichtest, weil dieses Thema, dieses Stereotyp-Thema eines Gamers in einem dunklen Raum mit Kunstlicht zocken, würde ich dir nicht empfehlen. Halte ich persönlich nicht so optimal für die Augen. Ich finde, es ist besser, wenn man da mit Tageslicht arbeitet, mit seinem Fenster halt ganz einfach. Und ja, ich hoffe, diese Tipps haben dir vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg gegeben, was das Medion Eraser P15805 Gaming Notebook anbetrifft. So würde ich es als ein faires Angebot bezeichnen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.